So, da sind wir wieder. Uhr abstellen, Pause beenden, los geht's. Also, meine Soldaten sind hier vorne an der Front. Ich frische sie noch eben ein bisschen auf. Die Rekruten. Diese Rekrutentrupps hier. Irgendwo in der Stadt steht noch eine Haubitze und die ballert uns noch zur Hölle. Schnappen sich jetzt hier eben diese. Konzentrieren Sie sich darauf, die zwei Außenposten zu erobern. Zur Zitadelle kommen wir später noch. Bereit. Ihre Befehle genommen. So. Objekte wird gesichert. Dann feuern wir mal ein bisschen in die Gegend. Auf die feindliche Stellung. Wir haben es. Den Abschaum. Ja, Genosse. Rekruten, ihr könnt wieder dort rüber. Ihr solltet ja mittlerweile. Wo schießt ihr bitte schön hin? Bist du irre? Na egal. Ich rück mal hier drüben durch. Hier ist ein bisschen offener. Aha. Ich hab da irgendwas getroffen. Was hat's denn jetzt? Den T-34. Klar. Als allererstes den T-34. Aufklärungsflieger. IL-2 Aufklärungsflug gestartet. Naja. Wo hängt der denn rum? Ja, wo hängt der denn rum? Ja, mal einer. Tja, den T-34 habe ich wohl eindeutig verloren. Boi. Was gibt es? Ja, Genosse. Wir sind da, da. Sollen wir etwas bauen? So, und da ja diese Panzer nicht gerade den Anschein macht, sich zu bewegen. Was können wir tun? Ob man sehen, wie lange er überlebt. Tut mir leid, Infanterie. Aber was sein muss, muss sein. Ein Stuck. Ausführung G. Da habe ich keinen Bock drauf zu treffen. Das Ding auf uns. Oh Gott, ich hab. Ah! Ihr trefft ja gar nichts. Gar nichts. Egal. Ich schicke jetzt mal die Infanterie vor, weil es war ja die Ansage, hier sind noch Leute. Können noch Leute drin sein. Da habe ich keine Lust, die jetzt einfach zu abfahren. Shit, 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 shit. Ich hätte mir die Artillerie sparen sollen. Schwerer Panzer hier. Wir rollen direkt über sie hinweg. Bereit. Wir werden der Schuss, bitte. Oh. 152. Wo sind da bitte schon die Fähigkeiten durchschlagen der Schuss? Was wollen Sie?
aber was sollte hier bitte ein durchgehender Schuss sein? Oh fuck. Verpiss dich. Verpiss dich. Feuer. Das hat ja mal überhaupt keinen Schaden gemacht. Nein. Fuck you. Bewegung! Oh Gott, einen Tiger habe ich ausgeschaltet. ISO 152 unterwegs. Pioniere abrücken. Die behalten alle guten Sachen für sich. Was wollen Sie, Genosse? War ja. Wir haben einen Eroberungsbefehl. Wir sind schon unterwegs. Bewegung. Scheiße, Mann, scheiße! Genosse, wir haben unsere Kameraden gefunden! Alter, fünf Trupps Strafbataillone! Alter! Heilige Scheiße! Oh mein Gott! Alter! Wie geil ist das denn? Ich wusste gar nicht mehr, dass das so viele sind, die man bekommt. 5 Truppen Strafbataillone! Alter! Das ist so übermächtig! Es ist ja nicht so, dass die schon Flammenwerfer haben und Elitekämpfer sind. Hier haben wir noch Panzerabwehrgranaten! Die Typen sind Imber! Imber! Ihr seht einfach mal, brennt sie nieder! Burn! Stürmt diese Panzerabwehrkanone! Feldkanone, schweigt jetzt! Für unseren Mut, was war's? Habt ihr das gesehen? Die haben die ohne Probleme einfach niedergebrannt! Für das Kommando. Flammenwerfer. Ja, wir werden den Feind... Nehmt dem Feind diesen Sektor ab! So, aber da ich ja darauf wetten kann, dass da hinten auch wieder ein paar Tigerchen stehen. Unter Beschuss durch Handfeuerwaffen. Entwickeln der Dörfte der Lichterfeuer. Rennt sie aus dem Haus. Verwandert sie in Asche. Wir können weder vor noch zurück. Bereit. Die Rote Armee kommt und holt euch. Wir haben einen zweitigen Kampfverlendung von der Rote Armee. Die Rote Armee kommt und holt euch. Die holt euch! Verreck! Moment mal, die wird auch auf E geworfen. Puh! Die liegen beide auf der Taste E? Was soll denn das für ein Scheiß?
Flammenwerfertrupp, los! Gut, da ist das ZSU. Komm mal kurz her, ich brauch dich. Pioniere hier. Wird sofort erobert. Halt, stopp! Das lässt du doch nicht über dich ergehen. Oder etwa doch. Nein, natürlich nicht. Und weiterfahren. Hab ich hier irgendwas getroffen? Oh, stimmt, vielleicht sollte ich das Gebäude nicht zerstören. Sie brauchen die Sicherung des Territoriums. Wir sichern Rückzug, Männer. Pioniere ziehen sich zurück. Also, die haben uns jetzt einfach alles raus. Komm schon. Stellt euch auf. Ich brauche euch woanders, ihr Stoßtruppen. Okay, ihr seid fertig, dann bewegt euch. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Da. Ja, und ich setze hier die ganze Zeit Artillerie drauf und es passiert nichts. Sie haben Befehle? Na super, ich verliere gerade meine komplette Position. Alter, ist hier alles plötzlich voll. Hier plötzlich alles voll von Deutschen ist, meine Güte. Wie viele Infanterie kommen da überhaupt noch raus? Los, Infanterie-Schreck. Räum auf. So mach ich das, der Feind wehrt sich! Ja, bloß der Feind haut dir deutlich mehr auf den Mütze, als du austeilen kannst. In die falsche Richtung. In die falsche Richtung. Das Sowjetkommando hat uns ein Ultimatum gestellt. Führen Sie den Einsatz bis zur genannten Frist aus, sonst verzichten Sie auf Nachschub, Männer und Ausrüstung. Artilleriesperrfeuer. Spinnt ihr? Flammenwerfertruppe rein. Wenn man dafür sorgen will, dass etwas nicht funktioniert, dann macht man es am besten so, oder was? Einen Verwendungszweck für diesen Abschau. Erwartet Befehle. Sie haben Befehle? Dieses bestätigt. Ich glaube, es gibt einen netten kleinen Erfolg, wenn man das in der Frist schafft, aber das ist idiotisch. Den Marktplatz da unter Beschuss. Ja, Genosse. Ansonsten komme ich da nie rein. Wir haben den Abschlag gemacht. Und da ist mein neues ISU. Ja, SU. Wir bringen der Roten Armee Ruhm. Alter, du musst das Haus doch nicht kaputt fahren. Was hast du denn für Probleme?
Also mein ISO sollte mir dann doch noch holen. Beide Plätze wurden gesichert, Genosse. Ausgezeichnet, Arbeit. Ach, und da krieg ich nichts raus? Brauchen Sie Kanonenfutter? Sichert diesen Sektor. Marschieren zum Erobern. Ja, was ist jetzt? Jetzt wird es Zeit für unser letztes Einsatzziel, die Zitadelle im Norden. Dort befinden sich die übrigen deutschen Streitkräfte. Ein letzter Vorstoß, Brüder. Jagdpanzer! Brauchen M5. Die Zahl unserer Einheiten erhöht sich. Oh, ich krieg... Nee, das ist das ISO, was ich gebaut habe. Okay, ich dachte schon, Moment, wieso krieg ich jetzt noch ein ISO? Ein MG Kaliber 50 wird nachgerüstet. Unseren Streitkräften wurde ein Halbkettenfahrzeug zugewiesen. Ja, das MG Kaliber 50 ist eingetroffen. So, ich hole mir mal eben einen Aufklärungsflug. Wir können schließlich sehen, was uns erwartet. Die Infanterie kann ich ja schon mal ein Stückchen vorschicken. Hey, aufklären. Luftschlag wurde autorisiert. Fliege einen Angriff. Schnarchst du gerade weg? Das ist sehr interessant, oder? Jagdpanzer bereit zu warten, Befehle. Da, Genosse. Flammenwerfer einsatzbereit. Wir sind zu allem bereit. Flammenwerfer, drum los. Sie brauchen große Kanonen? Ja, ich bin Russe. Aber es ist schon vor, dass wir Wodka mögen müssen. Dann eben. Spannung gemeldet, Feindfahrt! Pionier? Sollen wir etwas sprengen? Wenn im Ding mein Interieur noch bleiben muss. Schnell! Zwei für Aufklärungsflüge verfügbar. Ziel bestätigt. Haben Sie einen Verwendungszweck für diesen Abschaum? Jagdpanzer bereit!
haben Sie einen Verschwörungsplatz. Sie sind stellungswegs heraus. Warum heißen Sie nicht Halbradfahrzeug? Zu Dienst direkt beim Pioniere einsatzbereit. Sollen wir es vor? Erwarten Befehle. Los geht's, Fahrer. Ja, und was machst du denn da für einen Mist? Als ob du da so rumgurken musst, um einfach nur ein, zwei Meter vorwärts zu fahren. Sei ruhig. Also, nächste Folge dürfte die letzte dieser Mission sein. Bis gleich.